Hallo alle zusammen! In diesem Video sprechen wir über die Artikel im Dativ und die Verwendungen des Dativs. Und jetzt geht's los! Fangen wir unsere Lektion mit den Artikeln an. Diese sind die Artikel im Nominativ und im Akkusativ. Und in dieser Lektion sehen wir den Unterschied zwischen diesen Artikeln und den Artikeln im Dativ. Beginnen wir mit dem maskulinen und neutralen Artikeln. Dem, einem und keinem. Wie wir bemerken, dass die maskulinen und neutralen Artikel im Dativ sind gleich und sie haben die Endung em. Und die femininen Artikel im Dativ haben die Endung er und die sind der, einer und keiner. Und am Ende die pluralen Artikel haben die Endung en, wie der bestimmte Artikel den und der negative Artikel keinen. Aber passt immer auf die unbestimmte Artikel im Plural. Es gibt keine, entweder im Nominativ, Akkusativ oder Dativ. Jetzt lernen wir die Verwendungen des Dativs. Es gibt drei Fälle, in denen wir den Dativ verwenden. Die erste Verwendung mit einigen Verben. Die zweite Verwendung mit einigen Adjektiven. Und die dritte und die letzte ist mit einigen Präpositionen. Die erste Verwendung mit einigen Verben. Zum Beispiel geben, gratulieren, antworten, sagen, danken, schicken, gehören, empfehlen, helfen, zeigen und so weiter. Es gibt Verben, die ein Objekt im Dativ haben. Und Verben, die zwei Objekte haben. Ein im Akkusativ und das andere im Dativ. Machen wir Beispiele. Das Kind dankt dem Lehrer. Sobald wir das Verb danken sehen oder benutzen, verwenden wir danach den Dativ. Und der Lehrer im Nominativ wird dem Lehrer im Dativ. Der Vater schenkt dem Mädchen einen Teddybär. Sobald wir das Verb schenken benutzen, verwenden wir danach den Dativ. Und in diesem Beispiel gibt es zwei Objekte nach dem Verb schenken. Das erste im Dativ wie dem Mädchen, eine Person, und das andere im Akkusativ wie ein Teddybär, eine Sache. Und normalerweise kommt das Dativobjekt immer als eine Person, wie dem Lehrer und dem Mädchen, wie in diesen Beispielen. Andere Beispiele. Die Mutter hilft der Tochter. Auch in diesem Beispiel, sobald wir das Verb helfen benutzen, das Objekt danach muss im Dativ sein. Und die Tochter im Nominativ wird der Tochter im Dativ. Diese Bücher gehören den Schülern oder keinen Schülern. Auch hier wiederhole ich noch einmal. Sobald wir das Verb gehören nutzen, verwenden wir danach den Dativ. Und wie ihr schon bemerkt habt, dass wir im Dativ den Buchstabe N am Ende des Pluralnomen hinzufügen müssen. Diese ist die allgemeine Regel und ich möchte darüber ein bisschen reden. Es gibt zwei Fälle, in denen wir am Ende kein N schreiben. Machen wir Beispiele, um zu erklären. Er hilft den Damen. Viele Leute fahren mit den Autos.
Wir bemerken hier, dass wir den Buchstaben N am Ende der Pluralnomen im Dativ nicht hinzugefügt haben. Warum? Weil diese Pluralnomen im Nominativ die Buchstaben N und S am Ende haben. Und wenn die Pluralnomen im Nominativ die Buchstaben N und S haben, hinzufügen wir N am Ende der Pluralnomen im Dativ nicht. Sonst, er hilft den Männern. Er hilft vier Männern. Er hilft Männern. Die zweite Verwendung mit einigen Adjektiven. Kalt, warm, nützlich, treu, untreu, leise, laut, süß, sauer und so weiter. Mir ist kalt. Ihm ist warm. In diesen Beispielen verwenden wir einfach die Personalpronomen im Dativ, nicht im Nominativ. Ein anderes Beispiel. Meine Deutschkenntnisse sind mir nützlich. Auch hier in diesem Beispiel haben wir das Personalpronomen im Dativ benutzt. Und wir können auch sagen, meine Deutschkenntnisse sind für mich nützlich. Und in diesem Beispiel haben wir den Akkusativ statt des Dativs benutzt, weil die Präpositionen stärker als die Verben sind. Die letzte Verwendung ist mit einigen Präpositionen. Und ihr findet die Lektion Präpositionen im Dativ auf dem Bildschirm am Ende dieses Videos. Machen wir Beispiele. Ich gehe zu dir. Sobald wir die Präposition zu benutzen, verwenden wir danach den Dativ. Und das Personalpronomen du im Nominativ wird dir im Dativ. Ich warte seit 2 Stunden. Sie kommt aus der Schweiz. Die Schweiz im Nominativ wird der Schweiz im Dativ. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr auf eure Unterstützung und eure Likes und abonniert den Kanal für mehrere Videos. Tschüss!